Mit einem kräftigen Umsatzplus präsentiert DM Drogeriemarkt Österreich eine erfolgreiche Bilanz seines Geschäftsjahres 2012-2013. Wir haben in Österreich das Geschäftsjahr abgeschlossen mit einem Umsatz von 720 Millionen. Das entspricht einer Steigerung von 5,3%. Insgesamt erreichen wir in unserem Verantwortungsbereich einen Umsatz von 1.128 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 5,4% oder wenn man die Wechselkurse wieder mit berücksichtigt, ist das eine Entwicklung von genau 5%. Gemeinsam mit Deutschland erreichen wir im gesamten Konzern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung von knapp 12%. Ich glaube, wir können mit dem letzten Geschäftsjahr sehr zufrieden sein. Wir haben sowohl was die Quantität als auch was die Qualität betrifft neue Maßstäbe gesetzt im Teilkonzern. Wir haben ein Umsatzwachstum von mehr als 5% erreicht. Das sind sehr beeindruckende Zahlen. In der Zwischenzeit arbeiten mehr als 15.000 Menschen bei uns. Also da kann man nur zufrieden sein. Zudem kürten heuer gleich drei unabhängige Verbraucherstudien der renommierten Marktforschungsinstitute Nielsen, Market und OGM die Drogeriemarktkette DM zum Branchenliebling der Österreicher. Wir glauben, dass die Kunden zu Recht anspruchsvoller werden. Wir glauben, dass die Kunden sich zu Recht innovative Konzepte erwarten und sich einen verantwortungsvollen Umgang im ökonomischen Sinn, also was das Verhältnis zum Kunden betrifft, im ökologischen Sinn und auch im Umgang mit der gesellschaftlichen Verantwortung erwarten dürfen. Und diesem Anspruch werden wir hier offenbar in besonderer Weise gerecht. Einen Höchststand im Sinn von Einkaufserlebnis bietet DM in der neu eröffneten, bislang größten Filiale in der Shopping City Süd in Vösendorf. Unser Ladenbild unterliegt einer laufenden Veränderung, wie auch das gesamte Filialnetz. Wir schauen, dass wir in Bewegung bleiben und uns weiterentwickeln, so wie sich auch die Kundenbedürfnisse weiterentwickeln. Wir sagen, wir wollen so ein bisschen vor der Welle surfen und schon antizipieren, was die Kunden von uns wünschen werden. Und investieren deswegen pro Jahr in Österreich ca. in 40 bis 50 Filialen. Das entspricht einem Investitionsvolumen von ca. 20 Millionen Euro. Und weitere Filialen, wie wir sie jetzt in der Shopping City Süd eröffnen, wird es in Zukunft geben. In der Dimension wie hier, also mit einer Gesamtfläche von 1350 Quadratmetern, werden es vielleicht zwei Handvoll Standorte in Österreich sein, aber etwas kleiner, in einer Dimension von 700 bis 900 Quadratmetern, haben wir schon Fantasie, dass wir mehrere Standorte, also mehrere Dutzend Standorte entwickeln können in den nächsten Jahren.